Gerade ging es um Thief und jetzt um Battlefield 4. Fast ein halbes Jahr gibt es schon Battlefield 4. Viel Hoffnung lag auf dem Game. Der COD-Killer sollte es werden. Die Weiterentwicklung der Frostbite-Engine. Hey, DICE hat es doch drauf. Was soll schon schiefgehen? Nun, DICE gehört zu EA. Mit Battlefield 4 haben sich beide Firmen keinen Gefallen getan. Es ist März und sie wollen uns doch wirklich wissen lassen, dass sie am Netcode arbeiten, um ihn zu verbessern. Die Tatsache, dass so ein Post 6 Monate nach Release veröffentlicht wird, ist schon bitter genug. Schlimmer ist jedoch, dass immer noch fundamentale Features nicht funktionieren. Sorry, aber wenn man aktuell daran arbeitet, dass man nicht random stirbt vom Sprinten oder Schaden nicht registriert wird, ja, dann ist doch einiges falsch gelaufen. Rubberbanding ist ein weiteres Problem, das weiterhin existiert, wenn man Spieler einfach mal durch die Maps porten sieht und Leute laggen wie irre. Schön, dass ihr daran arbeitet, DICE, aber wozu? Aktuell sind doch sämtliche Updates nur noch für die Mitarbeiter selbst, oder? Denn wer sonst spielt diesen noch? Ihr habt euch erfolgreich auf dasselbe Level wie eine Early Access Alpha gestellt, DayZ. Mit dem großen Unterschied, dass DayZ Spaß macht und noch in der Entwicklung ist, mal vom Preis ganz abgesehen. Wenn Sledgehammer sich nicht total bekloppt anstellt, vernichten sie den Battlefield-Franchise mit ihrem diesjährigen Call of Duty, was noch übrig davon ist. Spätestens Titanfall holt sich die Spieler ins Boot, die von Battlefield 4 enttäuscht wurden, mich inklusive. Aber hey, das ist ja okay, da steckt der EA mit drin. Win-win also. Wie seht ihr die aktuelle Battlefield 4 Situation? Fühlt ihr euch langsam auch verarscht?